2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Runde von Stardew Valley. Natürlich mit dem guten Club. Hallo. Was? Die halbe Feldfrucht, der Einblick hier. Ich musste in das Spiel wieder reinklicken. Ja, ich hole mal meine Gießkanne. Ich habe Erdbeeren. Ich pflanze mal ein paar Erdbeeren. Erdbeeren. Was ist eigentlich dein Lieblingsobst, sag ich jetzt mal? Ich glaube, das kann ich gar nicht so klar definieren. Ja, Erdbeeren sind schon ziemlich geil. Ich will mich jetzt einfach mal anschließen, weil Erdbeeren sind schon ziemlich gut. Erdbeeren gezuckert oder das Kuchen. Immer lecker. Oder die Erdbeersmoothie. Ach, wie anders du gerade? Ja, ich mache ihn gerade beides. Tust du ein, zwei Bohnen oben in die Kiste zum Aufbewahren? Ja. Wegen Quests und so. Achso, wir müssen dem Hund noch Wasser geben. Der kann doch hier aus dem Tümpel trinken. Nein, das macht er nicht. Der hat seine Schale oben in der Ecke. Ich hätte mal Wasser. Hi, Huni. Also, ich habe hier eine Bohne mit einem goldenen Stern und eine mit einem silbernen. Die mit dem goldenen können wir aufheben. Eventuell. In welche und Kiste? Die obere hier, die rote. Und eine normale, würde ich sagen, heben wir auf. Nicht die goldene und die silberne? Nee, die silberne, die gibt ja nicht mehr Geld, weil die silberne brauchen wir eigentlich. Okay, entweder nur Gold oder die normale. Wie kann ich nochmal splitten? Rechtsklick. Ah, okay. Gut, dann kann ich die anderen ja verticken. Wollen wir... Warte mal, haben wir denn wieder was für Quests eigentlich? Für die Kartoffeln? Nee. Ist noch irgendwas für die Quests, was wir jetzt da brauchen? Es hat echt nicht gezählt. Was hat nicht gezählt? Das mit dem Leute kennenlernen auf dem Fest. Ich habe immer noch 19. Ja. Ja, es hat nicht gezählt. Warte mal. Sammlung. Das denn nicht, können wir nicht Soziales? Ja. Also geht das wirklich? Okay, cool. Interessant zu wissen. Ich hatte mal. Ach doch, hier. Da kann man es sehen. Speisekammer. Zufällig noch der Kohl ist auch nicht gewachsen, oder? Es waren eben nur die Bohnen fertig, das andere noch nicht. Wollen wir noch mal in die Höhle gehen vielleicht? Können wir machen, aber ich weiß nicht, ohne größeren Rucksack macht das irgendwie keinen Sinn. Ja, ein bisschen was, wir dürfen halt nicht so tief vordringen. Ich glaube, der Rucksack kostet. Wie kostet der? Wir können ja mal gucken. Heute ist Sonntag. Ich glaube, Dienstag ist Ruhetag. Oder nicht, Mittwoch war Ruhetag. Wir müssen eigentlich aufhaben. Ich guck mal, was der kostet. Ich bin auch gespannt, ob wir denn dann beide kriegen oder nur eine. Dann lege ich mal alles ab, bis auf Schwert und Spitzhacke. Achso, warte, laden es auf. Hier gibt's einen Rucksack. Der kostet 2000 und hat 24 Plätze. Wo ist denn diese eine, die meinte, sie könnte uns hier irgendwie helfen bei unserem Gelände? Wie viel wird denn so ein Schuppen irgendwie kosten? Das können wir gleich mal gucken. Wenn wir zur Höhle wollen, dann müssen wir da eh vorbei. Das ist das Haus, was hier eine Etage höher ist. Ich gehe ganz kurz noch ins Gemeinschaftszentrum und gebe da das erste so ein bisschen ab, was ich jetzt noch habe. Okay, ich habe mich verlaufen. Ach, das war hier oben, ne? Ah, okay, das war dem Raum. Speisekammer, genau. Einmal so. Zack. Gut. Haben wir da noch eins, da haben wir da oben was fertig. Sehr schön. Nein, ich möchte hier reingehen.
Hier. Sie war das doch. Hä? Du musst das vor der Theke machen, sonst klappt das nicht. Haus verbessern. Ach nee, Haus verbessern, da krieg ich eine Küche. Kostet 10.000 Gold und 450 Stück Pilz. Hofgebäude errichten. Also ein Hühnerstall kämen 4.000 Gold, 300 Ach du Scheiße. Ja, das ist nicht billig. Ein Kuhstall kostet 6.350 und 150. Das ist billig. Ein Silo brauchen wir dann auch, wenn wir Tiere haben. Und 5 Kupfer, 10 Lehm, 100 Stein. Das müssen wir alles vorausplanen. Oh Gott. Eine Mühle. Alter. Wirklich das Mehl aus Weizen. Oh, das ist ja cool. Schuppen. Ein leeres Gebäude, fülle es mit was immer du willst. Das ist auch nice. Ah, eine Hütte, ein Heim für einen Freund. Ach, als Stein gibt's die Hütte auch noch, das ist ja runtergekommen aus. Was zum Henker? Oh, da gibt's doch richtig hübsche Hütten noch. Ach, wie cool. Pferdestall gibt's auch noch. Und ein Schleimstall, ach cool. Ach, so weit war ich auch noch nie. Versandbehälter kann man jetzt sogar noch extra bauen. Wahrscheinlich, wenn deine Hütte jetzt weiter weg gewesen wäre oder so. Ach, das ist ja cool. Aber ist so gut, dass es das alles so gibt. So, nochmal kurz in die Höhle oder? Ja, nicht. Ja, ich hab zwar nicht mehr so mega viel Energie, aber. Ja, ich hab. Ach, verdammt, ey! Falsch! Das war der falsche Weg. So, direkt Stufe 10. Zack. Au, au, au. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Danke. Einfach so ein paar Ressourcen sammeln. Oh, hier ist was. Pass auf. Was? Ja, ja, in dem Sand ist was drin. Pass auf, du. Ja, du stirbst. Die machen quasi keinen Schaden. Die Monster sind so mega schwach hier noch. Noch. Der Schaden ist quasi nicht erwähnenswert. Oh. Geh weg, geh weg. So. Wo ist denn der Weg nach unten? Hm. Das hier. Die Sanddinger kaputt. Hier ist der Weg nach unten. Was? Achso, was war's denn? Kiste. So, hier ist ja alles chillig. Easy. Ah, sind nicht immer so einfach die Wege. Wieso stehen hier Fackeln? Die Arme Slimes, oh. Alter, ich bin mehrmäßig langsam. Es geht ja nicht mehr. Ah, hier ist die Leiter hier unten. Ah, super. Die Rückkehr. Hm. Nee, hier gar nicht. Oh. Hier oben ist nichts weiter, oder? Oh oh. Oh. Ah. Ja, genau, flieg mal dahin, finde ich gut. Nehme ich lieber die Geode mit. Ey!
Ah, jetzt habe ich wieder diesen nervigen Soundbug. Ah, das ist ein Bug nervig. Ja, wir gehen hier raus einfach. Hol doch Ele, wenn wir die Leiter jetzt finden, ne? Ich habe leider gar keine Energie mehr, so wirklich. Ja, das sind ja alle. Alter. Du dämlich. Lass uns rausgehen. Lass uns rausgehen, lieber. Ey, komm. Meine Energie ist ja alle. Wir haben meine auch, aber wir brauchen ja noch eine Stufe. Dann können die auch gerade noch mitnehmen. Ja. So. Ich habe jetzt diesen Soundbug. Oh nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Also ich bin mehrmäßig langsam. Komm mal da weg, komm schnell zur Treppe. Geht nicht, ich kämpfe. Wo bist du? Oben links, oben. Gegen zwei Fliegen. Drei. Oben links. Alter. Das sind drei Fliegen, vier. Alter, es werden immer mehr. Ja, du musst da weg, du musst hier weg, du musst hier weg. Das werde ich nicht überleben. Alter. Oh, jetzt kommen wir mehr jetzt. Mist. Einfach ja. Rechts kicken auf die Treppe und dann weg. Oh, ich hoffe, du schaffst. Oh, weg hier. Alter, waren das viele. Ja. Ah, du musst jetzt hier schleichen. Mhm. Ich habe alles gegeben. Am besten da oben rum. Ich guck mal, ob ich mit was zu essen dir entgegenkommen kann. Ich fall doch eh jetzt tot um. Also, ich penne da wahrscheinlich hier oder so. Dann hast du am nächsten Tag nur die Hälfte der Energie, glaube ich. Kann ich nicht hier beim Obdachlosen pennen? Mm-mm. Ja gut, das kann jetzt dauern. Ich gehe aber ganz gemütlich zurück. Okay, es war doch ein bisschen tricky. Wir können auch nochmal die Geoden öffnen. Auch eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Ich habe eben noch einen gefunden wieder. Okay. Bis dann. Ich hau mich mal ins Bett. Ich sehe mein Haus. Das weiß ich nicht. Hier fliegt ein gigantischer Vogel und ich fall um. Ich auch. Na, ein bisschen Geld kriegt man. Ja, auf diesen Höhlenzaun schon, der geht jetzt gleich weg. Oh nein. Ich hab einen Bug. Du hast wahrscheinlich genauso Sinn wie ich. Ich höre den Höhlenzaun die ganze Zeit. Meine Energie ist immer noch ganz unten. Ja, weil du unten gekippt bist. Okay, das ist... Warte. Kann ich Höhlenzaun separat leise machen? Ambiente. Ja, ich muss aber kurz Ambiente leise machen. Weil der Höhlensound, der Bug ist sehr nervig. Oh, das sind Goldene rein, das weg. Ja, das bin ich schon wieder megamäßig langsam. Was ist denn das für ein Lappen, ey? Warte mal, ich bin sofort wieder da. Moment. Gießen! Muss gießen! Hä? Jetzt liegt er sich schon wieder hin? Lol. Was ist bei dir gerade ist bei dir gerade irgendwas passiert? Bist du noch da? Ich höre dich nicht mehr. Huh, so, Moment.
wieder was. Puh, okay, wieder da. Du bist schon wieder total langsam. Ich bin kollabiert. Nochmal. Oh, das ist nicht gut. Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Das ist ein super Tipp. Dann muss ich es versuchen zu gießen. Wie viel Energie hast du? 73 Gold hat die mir abgezogen? Ernsthaft? Ja, das kostet, das ziehst du. Wow. Du, ich habe da eine Idee. Warte mal. Ich mach dir was. Moment. Ich helfe dir wieder auf die Beine zu. Sekunde. Ja, da muss ich jetzt instant ins Bett. Nee, 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 komm her. Das geht nicht. Du kannst nur pennen, wenn ich penne. Warte. Hier, penn. Hau rein. Ja, das bringt minimal was. Ja, besser als wenn du halt umkippst. Gold, das ist ja wohl ein Scherz, ey. Das ist ja mehr, als das man hier verdient. Ja, ja. Ein hartes Bauernleben. So. Gut, von denen hier bräuchte ich mir jetzt noch was, dann passt das eigentlich. Ja gut, nochmal Höhle. Ah, ne, geht da nicht. Wir haben ja nicht so viel Energie, ne? Alter, lass meine mal Energie rein. Ist unten. Ja, lass mal. Meine ist gut gleich unten. Ich bin schon im orangenen Bereich. Höhle macht, finde ich, sowieso eigentlich gar keinen Sinn, außer mit irgendwie größerem Rucksack und besserer Waffe oder so. Weil wenn da so fünf fliegen kommen, war es das ja instant. Ja, ja. Wenn dieser Nebel kommt, ist es halt immer sehr schwer. Weil dann kommen mega Monster runter. Und meistens die würden fliegen. Ich kann ja mal noch ein bisschen Saatgut einkaufen gehen. Wir brauchen sehr viel Geld. Ich werde dann gleich mal die Geoten aufbrechen gehen, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aha. Vielleicht kriegt man da einfach mal raus. Verdacht was gepflückt. Was? Lachsbeere. Ne, was? Lachsbeere? Lachsbeere, tatsächlich Lachsbeere. Und hier ist noch ganz viel anderer Kram. Nein, nicht essen. Einstecken. Löwenzahn. Alter, hier liegt voll viel Stuff rum. Also, warte mal. Ist der noch auf 14? Ich guck mal, ob ich dem Museum ein bisschen was spenden kann. Da kriegt man auch immer wieder was als Belohnung. Wir haben doch die Geoden gefunden. Ich werde die vielleicht Aushilfe gesucht. Schleimjäger, 4 grüne Schleime, 240 Gold Belohnung. Oh, das ist nice. Das ist eigentlich sehr einfach, ne? Nehme ich mal an. Wo? Oh, kannst ja dann mal heute nicht, vielleicht auch morgen oder was? 2 Tage Zeit um 4 grüne Schleime. Das ist ja easy. Das ist ja gar nichts, 4 grüne Schleime. So, in was könnte man denn noch investieren? Das bringt dem richtig krass viel. Vielleicht Grünkohl? So, ich spende mal ein bisschen was dem Museum. Ah. Dass wir ein bisschen was bekommen. Oder auch nicht. What the fuck? Oh. Ist nicht gut. Was ist das alles her? Was? Was meinst du? Das, was du gerade gespendet hast, ich habe das gesehen. Also, das kannst du sehen. Das haben wir doch gesammelt. Ich gehe jetzt mal auf die Geoden aufbrechen. Wenn ich das kann. Geode aufbrechen. Wie viele Tage hat der Frühling noch? 15, 8, 12, 13. Ah, ich könnte Blumenkohl, das braucht 12 Tage. Mhm. Das wird nicht mehr. Das ist vielleicht zu knapp, Blumenkohl. Wieso? Wir gerade die ganze Zeit Geld? Wir verlieren gerade die ganze Zeit Geld. Ja, ich bin gerade am Zeug aufbrechen. Achso. Gewesen. Hast du ein paar Geoden aufgebrechen, das kostet noch ein bisschen Geld. Aber ich habe sogar einen zwerglichen Helm gefunden, ein Artefakt. Und ich habe ein Pigment gefunden.
Ja, nochmal Zeugs fürs Museum halt. Die Museum spenden. So. Eine Belohnung. Yay. So, was Besonderes hier. Bitte schön. So, ich habe nochmal 10 Mal Kartoffeln mitgebracht. Belohnung abholen. Ich habe 9 Mal Blumenkohlsaat bekommen. Hey. Als Belohnung. Wie viele Tage? 12? So, was denn? Ja, es wäre sehr, sehr knapp, das zu ernten. Aber ein Tag vorher passt doch eigentlich. Ja, du könntest wohl mehr. Wir können es nur versuchen. Warte mal, der wieder zu, der 16 Uhr Blumen ist. Rein. Wo? Ah, hier. Ach, tut mir auch nicht mit rein. Ich habe bei 18 Leuten schon Hallo gesagt. Aha. Auf jeden immer noch. Ja, mit dem habe ich schon Hallo gesagt. Da, den. Bleib stehen. Wie du bewegst dich. Ich bewege. Das ist ein Steinabboden. Aber in der Klinik. Mhm. Also. Dann müssen wir die Seeds ja jetzt noch anbauen, damit das aufgeht. Ich setze die mal schnell hier unten hin. Einen Platz brauche ich noch. Heute gehe ich ganz früh ins Bett. War ganz früh ins Bett. Ich kann nämlich jetzt schon nichts mehr machen. Ja, ich glaube nicht. Was? Sieht so ein normaler Ofen aus, pulsierend. Tja, in der Welt sieht das so aus, ja. Wir können auch, warte mal, wir müssen noch Hund füttern. Hund was zu trinken geben, nicht füttern. Hey du. So, oh, ich kipp fast um. Ja, dann ins Bett. Dankeschön für die Wachen. So, schnell. Oh, das wäre noch ein Quest für mich gewesen. Was? Wachen zu machen. Oh, dann mach mal schnell, wir haben noch genug. Ja, lieber ins Bett. Ich kipp's uns um. Na gut, ich auch. Sonst verlieren wir wieder Geld. Ja. Kling, kling, kling. Meine Energie ist dazu bis halb, weil ich wieder erschöpft war. Ach, das nervt, ey. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Naja. Hä? Was denn? Wieso steht hier jetzt schon wieder? Ich bin umgekippt und muss 79 Gold bezahlen. Ich war im Bett. Was ist das denn für ein Doktor, bitte? Naja. Ach nee, warte mal. Wie mach ich das so? Die zwei hau ich weg, also die zu verkaufen. Das ist halt gewachsen. Und das eine können wir noch. Nehmen wir noch eine Belohnung. Da bringe ich mal den Kohl hier noch schnell zum Gemeinschaftszentrum. Dann kriegen wir Kohle. Nee, Kohle. Dann kriegen wir schon irgendwas. Kohle wahrscheinlich nicht, aber irgendwas anderes. Ich mag aber auch die Musik bei Stardew Valley, ich finde die immer sehr schön. Das passt du eigentlich immer sehr gut. Und das mit dem Monster, was wird? Was meinst du mit Monster? Den Quest, der läuft heute ab. Dann müssen wir dann gleich in die Höhle gehen. Ich habe gleich schon wieder keine Energie mehr, wenn ich hier alles gegossen habe. Habe ich die Quest auch? Nee, die hast du angenommen. Dann mache ich dir was zu essen und du futterst dich dann voll. Kann ich dir anbieten. Ja, ich
Ich glaube, ich schaffe das gar nicht hier, das alles zu gießen überhaupt. Bündel komplett, ich komplett. Was kriegen wir als Belohnung? 20 Geschwindigkeit. Oh, das ist natürlich super. Aber das geht ja erst, wenn... Ach, wir haben wieder was Neues freigeschalten im Gemeinschaftszentrum. Es gibt neue Plaketten jetzt. Es gibt noch eine Mie, genau. Die ist E-Fach. Die ist einfach. Da gucke ich gleich mal aus, was wir brauchen. Kannst du den Rest vielleicht gießen? Dann gehe ich schon mal in die Höhle. Ja, du brauchst noch was zu essen. Sonst kannst du in die zuschlagen. Ja, ein bisschen. Es sind ja nur 4 Schleim, also. Ja, das ist trotzdem. Ein. Okay. 99 das. Oh, das ist heftig. Okay. Das ist einfach. Ja, ich wollte sagen, einfach. Ach, hier sind ja die ganzen Personen. Einfach ist relativ. Ich gieße meinen Rest. Tani, ledig. Ah, ja. Was? Was guckst du denn da? Ich konnte mir halt die ganzen Leute angucken. Aha. Wo sehe ich denn? Müsli-Riegel. So. Machst du dir gerade Müsli-Riegel? Versuche es. Auf die Kiste kann ich. Ah, jetzt. Ich werde mal schnell noch die 4 Geoden aufbrechen lassen. Das kann ich irgendwann noch ins Gemeinschaftszentrum schaffen, das Zeug. Achso, gießen. Haha. So. Ja, guck mal, jetzt sieht das doch schon wieder ganz anders aus hier. Alles klar, ich gehe Monster schnitzeln. Tu das. 240 Gold, ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Kann ich mir auch noch ein Müsli-Riegel machen? Ist noch was da? Nein. Schlecht, weil da habe ich mir auch keine Energie mehr. Also. Ich könnte auch Beeren suchen. Aber hier, ja, ich habe ja schon wieder hier Lachsbeere. Hier ist noch eine Lachsbeere. Die könnte ich gebrauchen. Ja gut, dass ich sie jetzt angesammelt habe. Obwohl, es reicht. Es hat zum Gießen gereicht. Mach ich jetzt noch Kleinkram. In welcher Stufe gab es denn Eisen? Auf Stufe 30 in der Mine? Ich glaube. Diese grünen Schleime müssen doch auch oben sein, oder? Ja, das sind die überall. Dann gehe ich mal nach 5. Na, gucken wir mal. Das habe ich jetzt nicht unbedingt gesucht. Ist Haley. Okay. Ich suche doch nur 4 grüne Schleime. Jetzt ist natürlich kein einziger Schleim. Hier, hier, Jackpot. So, Freunde. Jetzt gehe ich nochmal zum Schmiedeverwerter auf. Weh, der macht zu. So, habe ich erfüllt. Rede mit Louis. Ach, das auch noch. Ja, Louis, ich komme. Ich bin on the way. Wo ist der jetzt, ist die Frage. Rausfinden. Er wird so leider unten gehen. So. Louis. So, Geode aufbrechen. Mhm. So. Oh, eine Geode. Donnerei. Wer könnte denn Louis sein? Es war ein Monster-Quest, dann waren das doch bestimmt die hier, oder? Du kannst ja mal schnell auf den zweiten Monitor vielleicht einfach öffnen, dass siehst du, wo die ganzen Charaktere oben sind. Da gibt es Seiten für. Ja, du
gibt's nicht, Louis. Ich muss da irgendwann nachgucken. Ja, ich sehe ja, also man sieht ja die Charaktere hier. Hier ist ja in-game eine große Liste. Louis. Ach, das war der Bürgermeister. Okay, Bürgermeister, alles klar. Das wird jetzt nicht so schwer sein, den Bürgermeister zu finden. Ja, weiß ich. Du bist nicht Louis, aber hier kann ich euch was spitzen. So. Oh, rennt. Das nehmen wir noch mit. Kann ich die jetzt Ambient-Sound wieder anmachen oder ist immer noch der Bug da? Das ist eine gute Frage. Nee, ich kann wieder anmachen. Okay. Ist alles wieder okay. Ich will das pflücken. Ist eigentlich schon die Hutverkäuferin da? Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn der Typ? Der wird mir auch nicht angezeigt. Vielleicht ist auch die Händlerin wieder da. Können wir gucken gehen. Nee. Ja, das ist natürlich jetzt. Nee, geht's dazu. Rede mit Louis. Ja. Also ein Pfeil wäre in-game nicht schlecht. Das wäre zu einfach. Aber ist ja nicht eigentlich. Das wäre nicht zu einfach, das wäre einfach nur normal für so ein Spiel. Ja, super. Woher soll ich jetzt wissen, wo der ist? In seinem Haus vielleicht? Ah, lol. Ja, alles klar, ich stehe gerade vor ihm. So, hier. Da hilft dann aber okay, Pfeil was. Ja, dann gib mal hier. Zack. Nice. 890, das ist doch mal wieder was Ordentliches hier. Ist der Shop schon da? Nee, die ist noch nicht da. Ach, schade. Also ein Hühnerstall wäre echt mal interessant. Weil kostet so viel. Es gibt ja auch, ich sag mal, nicht Hühner und so, es gibt ja auch noch andere Sachen. Es gibt ja auch Enten, die du da haben kannst. Es gibt sogar, glaube ich, einen kleinen Dinosaurier, den du finden kannst. Ein Dinosaurier? Ja, es gibt einen Dinosaurier, wenn du es ausprobierst, hast du den Dinosaurier. Ja, den gibt's auch. Wenn ich mich recht erinnere. Den hatte ich aber selber nie in irgendwas gesehen. Er ist immer niedlich gewesen. Okay, ich komme erstmal zurück. Ich habe ganz viel Stuff dabei. Komm erstmal zurück. Ja, vielleicht ganz praktisch, wenn wir jetzt auch mal zeitig ins Bett. Rechtzeitig. Was ist das denn? Geschwindwachsdünger. Dann wächst das schneller. Aber du musst das drauf machen, glaube ich, auf die Felder, bevor du was drauf pflanzt. So, so ein Geo-Dings da hätte ich auch. Cool. Erstmal Folge, Ben. So. Weil es ist schon wieder an der Zeit. Ja, das können wir machen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.